Hallo Leute, wir haben sich gestern eine Bahn-Ballonfahrkarte erworben. Die werden wir heute gleich einmal einsetzen. Geht doch. Mo. Und jetzt werden wir es ihm gleich mal geben. Benutze Planfahrkarte, rede mit. Wenn Sie eine Karte haben, können Sie fahren. Wenn nicht, dann nicht. Gib. Ja, bin noch verdrückt, Leute. Gib. An Wasserstoffball gib Bahnfahrkarte an Balance wird dies ausreichen. Eine wertvolle Kanz-Tageskarte. Heute geht der Himmel euch, Effendi. Schau an, sieht aus, als sehr startklar. Müssen wir noch benutzen. Messer mit Seil. Wir sind frei. Da müssen wir mal Ballast abwerfen. Ballast abblasen. Naja, es kann jetzt bei euch woanders sein. Ja. Das ist Nomadenkamp. Blasterbürfung. Ja, eigentlich, das kann jetzt bei euch wieder woanders sein. Das kann natürlich ein Zufallsgenerator sein. Ihr müsst dann nur schauen, das sind Nomadenlager, sind das da unten, das sind so ein Nomadenlager, ein Nomadencamp. Wir müssen jetzt eine Ausgrabungsstätte suchen, die kann grundsätzlich bei euch woanders sein. Da müssen wir jetzt einmal, da werden wir jetzt einmal eine Zeit lang umeinander hirschen. Ja, es kann sein, dass wir da hin und wieder bei den normalen, wenn sie das die Ausgrabungsstätte direkt nicht findet, dass dort bei den Camps landen müsst, bei den normalen Camps unten. Aber ich kann euch einmal sagen, wir können da getrost einmal hier mal umeinander hirschen. Das ist, glaube ich, da in der Gegend da irgendwo. Wenn ihr da landet wollt, müsst ihr da mit der Maus ein bisschen hin und her. Das ist das. Ballast abwerfen ist, wenn ihr landen wollt oder steigen wollt. Da will ich einmal landen kurz, mal fragen, wo das sein könnte. Da hole ich mir jetzt einmal wertvolle Tipps. Da muss ich ein bisschen mit der Maus hin und her.
Okay, da können wir mal noch landen. Und versuchen wir dort zu landen. Und da fragen wir mal den da, den Haberer. Wenn ihr nicht weiter wisst, kann man sich da nämlich schon die Leute Tipps holen. Wo das Ganze sein könnte. Hallo da. Salam, Effendi. Schon mal von Norden an Antes geht, was erkennen Sie auf dieser Karte? Schon mal von einem Ort namens Atlantis gehört. Was erkennen Sie auf dieser Karte? Haben Sie hier jemanden Graben sehen? Naja, grundsätzlich kann man ihm jetzt weiter mal fragen. Was erkennen Sie auf dieser Karte? Das X ist im Süden. Das war's auch schon. Danke für die Information. Also im Süden ist, das heißt, wir werden da wieder zum Ballon gehen. Süden. Das heißt, wir müssen sowieso mal jetzt einmal Ballast abwerfen. So Süden hat er gesagt, das wird da runter. Machen wir mal kurze 180 Grad Wendung. Und jetzt fahren wir mal voll durch. Mein Computer arbeitet halt langsamer. Wenn wir mal da voll durchfahren. So, das ist das nächste Lager da, wenn wir sich die nächste Information holen. Da werden wir da mal landen. Da. Ah, da. Wollte ich zwar nicht landen, aber war es jetzt. Man kann auch eben nirgendwo landen. Mal. Ich sag, da muss man sich mit der Maus ein bisschen spielen. Das war zu. Er ist die umgekehrt. Hätte ich die Glumme gehört. Na, ist wurscht. Das einzige Gute ist, dass bei den Ballon nicht die Heißluft ausgeht. Hätte ich ein bisschen umgekehrt. Toller Weg. Runter noch. Und da muss man jetzt eben sich spielen mit Gas abblasen und mit abwerfen. Und da muss man sich selber spielen. Aber im Endeffekt redet sie ja nur mit den Effendi. Mit den Nomaden eigentlich nur reden. Und das erkennen Sie auf dieser Karte. Das X ist nur im Norden und ein wenig im Osten. Also es ist im Norden und ein wenig im Osten.
So Nordosten. Das heißt, es ist im Norden. Das heißt, man könnte auch irgendwie da rum. Da rein. Da muss ich noch aufhin sein, na gut. Na, das ist wieder so eine Sucherei. Ein bisschen, ne? Hoppla, ein Luftloch. Aha. Kommen wir ein bisschen runter. Hier muss ich noch offen sein. Fahren wir da ein bisschen runter. Okay, das sind wir nicht. Norden ist ganz oben. Es ist im Norden, hat er gesagt. Im Norden, also das heißt Norden. Dann hat er gesagt, probiere ich nach Osten. Naja, probieren wir es einmal da zu landen. Na, das haben wir nicht. Das war's einmal nicht. Das ist aber nicht. Das kann ich mir sicher sein. Naja, ich habe eine kleine Sucherei wieder. Jetzt habe ich da nicht ist. Dann könnte es Norden. Okay. Dann und ein wenig nach Südosten. Egal, dann landen wir halt einmal da. Was auch nicht so ganz. Ja, das ist jetzt ein kleines, heute ein kleines Suchspiel. Die Ausgrabungsstätte ist. Gehen wir da ein bisschen rüber. Wieder nämlich da unten landen. Ja, das war wieder zu viel. Das war schon wieder zu viel. Ich will nicht im Wasser landen, wirst du nicht. Ich will nicht im Wasser landen. Wo ist der leider? Na, ein bisschen kleine Spielerei. Kleine Spielerei. War da eigentlich schon. Da
dem Lager. Ah, fahren wir ihn einmal. Vielleicht sucht er mal was Wesentliches. Na komm. So können Sie diese Karte. Was erkennen Sie auf dieser Karte? Das X ist im Süden. Das war's auch. Süden. Der sagt nur das Süden. Okay, dann fliegen wir nach Süden. Dann fliegen wir den Ballast abwerfen. Okay, dann fliegen wir nach Süden. Dann werden wir mal nach Süden fliegen. Wo könnte das sein? Ach Scheiße, das war jetzt ein bisschen zu unfair. Früh gelandet. Stückchen hätte ich noch gefehlt. Kleines Stückchen. Was sagt man der? Was ist das eigentlich? Ein Kamel. Okay, was sagt man der? Rede. Hallo da. Was erkennen Sie auf dieser Karte? Sie sind sehr nahe an das Ort. Ein wenig im Süden, das war es auch schon. Wir sind also schon ganz nahe. Ein wenig nach Süden. Seht ihr? Wir haben es. Wir haben es entdeckt. Wir haben die Ausgrabungsstelle. Dieses X da müssen wir jetzt landen. Da müssen wir jetzt landen. Da werden wir jetzt ein bisschen Ballast ablassen. Ein bisschen zu früh. War ein bisschen zu früh. Was? Ihr seht. Ganz einfach. Und jetzt
dass das Bang. Na, das ist richtig. Wird jetzt nämlich von deinen Soldaten abgeschossen. Normalerweise ist jetzt Dorizinger, geht zur Ausgangsstelle und wir haben sie gefunden. Oh, die Höhle, Leute, will nicht die Wüste. Na, sobald ihr das X nämlich erreicht habt, also die Ausgangsstätte, werdet ihr abgeschossen, das stimmt schon. Und somit haben wir die Ausgrabungsstelle gefunden. Na, sie muss sie natürlich schon wieder wichtig machen. Und ja. Sie hat sie mal wieder wichtig gemacht und morgen werden wir dann weiterspielen. Da. Okay. Tschüssi, ciao.